nächste Vortrag wird präsentiert von Friederike von Franke. Sie hat 20 Jahre lang Erfahrung gesammelt im Informations- und Kommunikationsbereich, engagiert sich in der Kerngruppe Medienentwicklungshilfeorganisation. Ja, das gibt es. Unterrichtet an der Goethe-Universität Frankfurt am Main Medienkompetenz und politische Bildung. Und sie wird uns jetzt einen Einblick darin geben, wie die Machtpolitik im Informationsraum sich auswirkt auf Angriff und Verteidigung, auf zum Beispiel sowas wie Deutungshoheit über Begriffe, womit man dann wiederum Medien und auch Meinung des Volkes beeinflussen kann. Bitteschön. Korrekt, vielen Dank. Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein kann. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen schockiert, dass ich sozusagen als jemand, der sich um Meinungs- und Pressefreiheit kümmert, jetzt plötzlich in einem Zusammenhang mit einem Verteidigungsbereich stehe. Und das ist eigentlich auch schon der Kernpunkt, den ich heute vortragen möchte. Das macht mir nämlich Sorgen. Okay, also ich fange mit dem politischen Teil an sozusagen. Es geht, wir wissen alle, wir haben Digitalisierung. Und Digitalisierung verändert geopolitische Kräfteverhältnisse. Andere Bodenschätze werden wichtig, neue Schlüsseltechnologien entstehen und andere Kenntnisse werden nachgefragt und eben auch die Fähigkeiten von Staaten, sich diese Kenntnisse zu beschaffen oder damit umzugehen, um im Wettbewerb zu bestehen, haben sich auch verändert oder vielleicht sollen wir einfach nur sagen erweitert. Und zu diesen Fähigkeiten gehören die Cyberfähigkeiten, die werden in der Regel als die Fähigkeit zum Eindringen in fremde IT-Systeme mit dem Ziel der Spionage, der Sabotage oder der Beeinflussung verstanden. Und wir haben ja schon ganz viel gehört zum Thema Sabotage und Spionage und ich mache jetzt ein bisschen die Beeinflussung. In der Regel werden die nämlich in einen Zusammenhang mit Kriegführung gestellt und das finde ich persönlich jetzt nicht so toll, aber egal. Sie sehen den Informationsraum in Suswa in Kenia. Die Familie freut sich gerade über ihren neuen Satellitenanschluss. Kriselfreies Fernsehen zum ersten Mal. Günstigeres Paketangebot als die anderen Anbieter hat ihnen die Firma StarTimes verkauft. Sie können CNN empfangen, sie können alle kenianischen Sender empfangen. Und vor allen Dingen können sie chinesische Kanäle empfangen. StarTimes ist auf dem afrikanischen Kontinent zum führenden Systemintegrator geworden und Netzwerkbetreiber. Die Firma verkauft Satellitenschüsseln, Satellitenempfänger, Service zu günstigen Preisen. Die Familie kann mobil bezahlen. Und im Zweifelsfall kümmert sich StarTimes auch um die Sicherstellung der elektronischen Versorgung. Die Familie freut sich, sie kann nämlich jetzt endlich Kung Fu gucken. Das können sie sehen. Was sie nicht sehen, ist die Monopolisierung des afrikanischen Kontinents. Und die Familie ist sozusagen indirekt Opfer der chinesischen Informationspolitik geworden. Worum geht's hier also? Der Machtplan für den Informationsraum ist Dominanz und Kontrolle. Traditionelles strategisches Ziel von Informationsaktivitäten ist letztendlich die Gewinnung von Informationshoheit und dahinter stecken zwei Gedanken. Der eine Gedanke betrifft die Information an sich. Ich möchte also Kontrolle darüber haben, welche Informationen gibt es überhaupt. Und der zweite Gedanke ist, ich möchte Kontrolle darüber haben, wie eine Gruppe von Informationen zusammensortiert wird, um dann einen Komplex zu beleuchten, beziehungsweise um dann, welche Informationen werden runtergespielt, welche Informationen werden weggelassen, wie werden sozusagen Informationen zusammengesetzt, um dann ein Framing für einen bestimmten Deutungszusammenhang zu erreichen. Und dafür gibt es verschiedene Taktiken. Taktik 1. Die Mobilisierungstaktik ist im Prinzip das Standardwerkzeug im Repertoire derjenigen, die außerhalb von einem direkten Zusammenhang von Befehl und Kontrolle Unterstützung brauchen. Das ist erstmal völlig wertfrei, das macht jeder. Das sind so Lobbyistengruppen, Minderheitengruppen, Politiker, autoritäre Regime. Jeder, der für ein bestimmtes Politikfeld oder für ein bestimmtes Anliegen Unterstützung braucht, der macht eine Mobilisierungskampagne. Ziel ist es also, besonders viel Aufmerksamkeit zu bekommen, idealerweise eine dominante Aufmerksamkeit
und diese Aufmerksamkeit für eine Narrative, also eine Zusammenstellung von Informationen, mit dem das eigene Framing vermittelt wird. Wie das geht, konnte man neulich ziemlich gut am Fall des WDR-Kinderchors sehen. Das ist gut dokumentiert, deswegen habe ich es jetzt hier auch mitgebracht. Hier wurde letztendlich eine nichtige Information aufgenommen und mit einer anderen Narrative amplifiziert. Im Detail. Ihr seht das Huhn, das beliebige Thema. Dann wurde sozusagen von nicht besonders reichweitenstarken Accounts ein bisschen ausprobiert. Da wurde so gesagt, okay, hier, wir haben jetzt hier diese WDR-Satire und wir finden aber, das ist keine Satire, das ist Rentner-Bashing. Und dann hat man das hilfreicherweise mit einer anderen Narrative zusammengeschnallt, nämlich mit dem Motiv der Lügenpresse. Es kam ja vom WDR. WDR, wissen wir alle, ist eigentlich das Minitekel einer illegitimen Bundesregierung. Man muss ja Zwangsabgabe bezahlen. Unter dem Hashtag GEZ konnten sich sofort bestimmte digitale Foren, man könnte sie auch Filterblasen nennen, mit diesem Thema identifizieren und konnte sagen, ist ja unerhört. Und die haben das dann weitergebracht. Und dann hat man gesehen, aha, da geht was. Und andere Accounts, man könnte eher sagen, so stärker professionelle Accounts aus dem rechtsnationalen Spektrum, haben in ziemlich kurzer Zeit zusätzliches Material produziert. Auch mit dem Hashtag OmaGate, weil sie gemerkt haben, aha, das ist ein guter Hashtag und GEZ. Und haben das zusätzlich in ihre Netzwerke, in ihre digitalen Bühnen reingebracht. Die Algorithmen der Plattform haben das Thema hochgestuft. Und dann bei auf die Straße bringen, kann man jetzt sagen, was dann aktiviert worden ist, sind ganz physisch anwesende Handlanger. Die hier ist die Bruderschaft, kann man so ein bisschen erkennen. Ja, genau. Es sind aber auch, es gibt auch, ist völlig egal, es gibt auch andere sogenannte rechtsnationale Kameradschaften, die sind überall in der Bundesrepublik präsent, die sind auch sehr mobil. Und die haben so eine Pseudo-Demo. Der besorgte Bürger sozusagen hat sich sozusagen hingestellt vor den WDR und hat mal so eine Pseudo-Demonstration angesetzt und damit ist es dann aufgenommen worden von der regionalen Presse und über die regionale Presse hat es dann zum ersten Mal die Chance gehabt, aus der digitalen Filterblase sozusagen den richtigen Informationsraum zu erreichen und konnte weiter amplifiziert werden. Dann kam der Super-GAU in der Krisenkommunikation, nämlich der wichtigste Repräsentant des wichtigsten öffentlich-rechtlichen Senders der Bundesrepublik, des WDR, hat sich auf dem reichweitenstärksten Medium, das in Deutschland immer noch das Fernsehen ist, persönlich mit einer emotionalen Botschaft zu Wort gemeldet und hat das dem ganzen Narrativ erstens Legitimierung und zweitens ein höheres Upgrade sozusagen verschafft. Und damit konnten sich sozusagen Buros Kollegen auch noch auf das Thema stürzen. Man konnte das also weiter diskutieren und weiterreichen. Und dann wurde auf dem Deutschlandfunk wurden irgendwelche Interviews und irgendwie die Termine und Call-in und besorgte Rentner konnten sich jetzt also auch melden und sagen, das ist ja also ganz schlimm, was der WDR da gemacht hat. Und zack war das also der für viele Leute doch recht überraschende Medienskandal kurz nach Weihnachten. Wie erwähnt, lassen sich diese Themen auch für andere Sachen nutzen. Spaßeshalber habe ich jetzt hier meine Pipeline mitgebracht. Ich kenne mich da nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass über Mobilisierungskampagnen eben auch geregelt werden könnte, zu bestimmter Uhrzeit eine ganze Anzahl an Stromabnehmern anzuschalten oder abzuschalten, was dann Einfluss auf das Energiesystem hätte. Man könnte sich auch vorstellen, dass über Kampagnen sichergestellt wird, dass bestimmte Sicherheitsvorkehrungen oder offizielle Infos absolut nicht zu trauen ist, dass man denen also nicht folgen sollte. Man könnte auch Kampagnen sich vorstellen, dass irrelevante oder sogar schädliche Maßnahmen ergriffen werden. In kleinerem Maße ist das auch schon passiert, in anderen Zusammenhängen. Man könnte Rufmord von entscheidenden Unternehmen
lostreten oder man könnte auch einzelne Mitarbeiter bedrohen. In der Richtung im Hambacher Forst ist das schon mal so, dass RWE-Mitarbeiter angegriffen werden. Ob das nun auf einer Mobilisierungskampagne beruht, das weiß ich natürlich nicht. Aber man kann das alles amplifizieren. Eins ist jedenfalls sicher. Rechtsnationalen Kreisen ist die Methodik der Mobilisierungskampagne völlig klar. Sie nutzen diese Taktik vor allem gegen weitere zwei kritische Infrastrukturen, nämlich A, Staat und Verwaltung und B, Kultur und Medien. Dabei werden sie auch unterstützt, oder das spielt auch der russischen Destabilisierungskampagne gegen Demokratien in die Hände, will ich das mal so sagen. Und es beruht letztendlich auf dem Prinzip Scheinriese. Das ist also, in der Demokratie ist es ja so, ein Kopf, eine Stimme. In der Digitalität ist das nicht mehr so. Das ist letztendlich möglich, die Vorspiegelung einer riesigen Unterstützergruppe zu leisten, die in Wirklichkeit auf eine winzige, reale Gruppe von Menschen zurückkehrt. Und da sind die etablierten Medien noch nicht besonders geübt und können sich da noch nicht so in der Suche nach dem, was gerade die öffentliche Meinung ist, kommen sie da noch nicht so ganz hinterher. Und insofern war jetzt in dem Beispiel der WDR-Kampagne hat Rezo, die Quellen bringe ich am Ende, hat Rezo das ganz gut kalkuliert. Der sagt, 90.000 Twitter-Tweets sind wahrscheinlich eher das Ergebnis von 138 Personen, die sich da mal aktiv beteiligt haben. 138 Personen, das ist also eine Öffentlichkeit, die der gesamten Einwohnerschaft von Hallig-Hoge entspricht. Es gibt sowas Ähnliches. Ich komme ja aus Frankfurt und der Hessische Rundfunk hat vor 2 Jahren mal eine Kampagne gehabt gegen eine Dokumentation, die bei ihnen gelaufen ist. Da gab es eine Facebook organisierte Gruppe, die aus 100.000 Unterstützern bestand und die 100.000 Unterstützer wollten gerne, dass der HR sofort seine Informationspolitik ändert und sofort sich eigentlich selber abschafft. Und das hat jemand, ich weiß nicht genau, wie das untersucht worden ist, weil Facebook inzwischen seine Schnittstellen abgestellt hat, aber das ist heruntergelaufen auf 44 Personen. Und das bedeutet, 44 Personen können möglicherweise können einem öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland extreme Schwierigkeiten bescheren. Das ist das eine, also das Prinzip Scheinriese mit der Vorspiegelung einer riesigen Gruppe, die eigentlich aus wenigen Personen besteht. Und das zweite, was weniger im Vordergrund steht bisher, ist eben die Verzahnung mit mobilen Schlägertruppen, die häufig auch für einschlägige Körperverletzungen polizeilich bekannt sind. Die sind hochgradig mobil und die können mit Gegendemonstranten auch sehr gut umgehen. Für Deutschland hat das aufgemalt die Amadeo-Antonio-Stiftung. Tatsächlich handelt es sich aber um Sachen, die international abgehen. Das ist auch die Deutschen sind international vernetzt. Und diese internationalen Vernetzungen auch mit einzelnen Medienoutlets und so weiter, sozusagen der rechtsnationale Medienkomplex, den gibt es, ist sehr gut dokumentiert worden in einem Buch, das heißt Network Propaganda. Gut, kommen wir zu Taktik 2. Diese Taktik ähnelt so ein bisschen Taktik 1. Das ist sozusagen eine Mobilisierungskampagne in zerstörerischer Form. Hier geht es primär um die Zerstörung oder Eliminierung kritischer oder der eigenen Narrative, dem eigenen Framing schädlicher Stimmen. Das betrifft verschiedene Gruppen. Darin häufig nicht die Top-Dogs, sondern meistens die da direkt drunter sind und die nicht so geschützt sind, die aber trotzdem auch für den Informationsraum wichtig sind. Also nicht die Chefredakteure, aber die Fachjournalisten, die Experten für jetzt hier in diesem Fall rechtsnationale Organisationsstrukturen oder auch Wissenschaftler, die sich mit russischen oder chinesischen Informationstaktiken befassen oder Kommunalpolitiker, die in ihrem Ehrenamt völlig überrascht sind, wenn sie wegen einer unbedachten oder völlig harmlosen Äußerung plötzlich irgendeinen Shitstorm online bekommen und die dann aufhören mit ihrer Tätigkeit.
Und das ist, sollte uns für die Demokratie, das fängt dann in der Lokalität an, das sollte uns für die Demokratie schon Sorgen machen. Denn das läuft meistens unter dem Radar. Und es ist auch keine Einzelaktion, sondern es ist sozusagen der gezielte Versuch, um den Informationsraum für die eigene Narrative klarzukriegen. Im Bildbeispiel ein männlicher Reporter, besonders gefährdet und auch als Erste ruhig gestellt sind aber meistens Frauen, weil sich das gegen sie gerichtete Spezialkampagnenthema, also du als diejenige, die sich mit rechtsnationalen Kreisen hier zu weit exponiert hat oder du als diejenige, die sich mit der russischen Außenpolitik zu weit irgendwie von meinem Gefallenskomplex entfernt hat, das lässt sich hervorragend zusammenbinden mit einer auch sehr stark etablierten Narrative, nämlich der Frauenfeindlichkeit, die digital verbreitet ist. Das läuft, wird auch selten erwähnt, aber das muss ich an dieser Stelle mal loswerden. Die ersten Journalisten, die wegen einer Online-Kampagne nicht mehr online waren, das waren Frauen. Die Details sind klar. Den Text hier unten musste Richard Gutjahr lesen. Der ist beim Bayerischen Rundfunk Journalist gewesen und das Ganze kann man bei Netzpolitik auch nachlesen. Im Bild ist Thomas Jacobi, der wurde verprügelt, während er Berichterstattung über eine Demonstration gemacht hatte der Goldenen Morgenröte in Griechenland. Und man kannte ihn auch. Also die wissen schon, wer sind so die Fachexperten. Die haben so, das ist der Jacobi drauf. Reporter zu dem Themengebiet wissen das meist. Sie tragen schon sogenannte schnelle Schuhe und nicht selten einen Helm. In langwierigen Klagen gegen Online-Verleumder stehen sie dann später allerdings oft alleine da. Und was in dem Fall von Herrn Jacobi oder auch von Herrn Gutjahr aber auch interessant ist für die Verfolger sozusagen, ist das Zeichen, dass sie international setzen und das reichweitenstärkste und absolut extremste Zeichen, das gesetzt worden ist, ist sicherlich der Fall des Washington Post-Journalisten Jamal Khashoggi, der von Saudi-Arabien zerstückelt worden ist. Unter dem Radar, wie gesagt, die Angriffe auf andere Wissensträger sind aber auch nicht unerheblich. Es gibt zum Beispiel eine Wissenschaftlerin aus Neuseeland, die einen Artikel in einer amerikanischen Online-Zeitschrift zur chinesischen Informationspolitik lanciert hatte und die kurz danach, bei der kurz danach zweimal eingebrochen worden ist und auch ihr Auto ist manipuliert worden. Natürlich gibt es überhaupt keine Zusammenhänge, aber diese Frau könnte denken, das hat einen Zusammenhang und könnte also zu dem Schluss kommen, dass sie sich in der Zukunft anderen Themengebieten zuwendet. Taktik 3. Taktik 3 ist eigentlich sowas, wenn man jetzt nicht die Chance hat, eine dominante Narrative zu erreichen, dann fängt man erstmal an, denjenigen anzugreifen, der die dominante Narrative hat. Das ist sozusagen so ein bisschen so ein Partisanenansatz. Und die Schwächung erreicht man durch, dass man erstmal anzweifelt. Also ist es wirklich so, dass? Oder meint ihr nicht auch, es könnte vielleicht anders sein? Und meine Lieblingskampagne seht ihr hier, das ist die Question More-Kampagne von RT. Extrem erfolgreiche Zweifelkampagne, die genau auf die Kernkompetenz demokratisch ausgebildeter oder in einer Demokratie ausgebildeter Wissensmanagement-Personen zielt, wie wir ja alle sozusagen immer gucken, aha, wir haben jetzt hier eine Tatsache, vielleicht brauche ich mehr Seiten dieser Tatsache, ich brauche ein paar mehr Informationen von unterschiedlichen Seiten, dass ich sozusagen einschätzen kann, wie ist die Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit dieses Themenzusammenhangs irgendwie einzuschätzen. Question more. Ist also anzweifeln. Diese lustigen Herren in der Mitte sind Reichsbürger, die beschäftigen dann auch noch die Institutionen. Und während sich die Institution mit ihnen beschäftigen, kann es auch schon mal sein, dass ihnen Fehler unterlaufen oder dass sie jetzt nicht optimal agieren. Und das kann sofort aufgegriffen werden, um Institutionen und Personen weiter zu delegitimieren. Nächste Taktik, Ablenkung.
diese Taktik fokussiert also ähnlich wie Taktik 3 auf der Schwächung von Narrativen. Und wie erreiche ich das? Das erreiche ich einerseits durch Fluten des Informationsraumes mit unwichtiger oder gleichlautender Information, um Bedeutendes zu vernebeln. Man muss sich da erstmal durchwühlen durch den ganzen Kram. Und es gibt ganz viele Presseartikel häufig, die dann einfach abgeschrieben worden sind. Und dann klicke ich mich aber schon mal durch und dann merke ich, ah, das ist ja genau derselbe Wortlaut. Ah, offenbar alles von AFP oder RT oder so abgeschrieben. Aber ich habe meine Zeit darauf verwendet und habe dann weniger Zeit, mich durch die eigentlichen Kernthese durchzufräsen. Anderer Ansatz ist Skandalisierung. Also ich skandalisiere unwichtige Nebenschauplätze, wie zum Beispiel plötzlich sind lauter Flüchtlinge in Deutschland und lenke dabei ab, wichtigere Dinge zu besprechen, wie zum Beispiel, wie kriegen wir denn jetzt unser Rentensystem in den Griff oder was machen wir denn eigentlich mit dem Klimawandel? Kann man auch durch die Herstellung falscher Tatsachen erreichen oder mit der Herstellung unpassender Schlussfolgerungen, bis man das dann alles irgendwie eingeordnet hat, vergeht weitere wertvolle Zeit machen. Aber alles ist quasi Tagesgeschäft. Taktik 5. Da geht es so ein bisschen weg vom Inhalt, sondern jetzt komme ich zur Infrastruktur. Denn um den Informationsraum zu kontrollieren und da eine Dominanz herzustellen, kann ich mich ja nicht nur auf die Inhalte stürzen. Und die Kontrolle bedeutet eben auch die Kontrolle über die Infrastruktur. Und da sind 4 Aspekte wichtig. Einmal die Kontrolle über das Internet oder sozusagen digitale Infrastruktur, weil ich so Infrastruktur, aber ich meine eigentlich so die Kontrolle über das Internet. Das berühmteste ist natürlich die chinesische Firewall. Russland macht das Runet jetzt. Viele Staaten finden aber auch, Internet abschalten ist eine gute Idee. Also gerade ist, glaube ich, Kaschmir nach über 138 Tagen ohne Internet von Indien freundlicherweise wieder angeschaltet worden. Und das ist auch nicht immer nur so, dass man das vorher weiß und dass das an einem Tag im Jahr passiert, wie beispielsweise in Algerien, weil Algerien findet, da machen wir nationale Prüfungen und die Leute sollen das gefälligst alles auswendig lernen, sollen nicht im Internet googeln und schummeln. Der zweite Aspekt neben der Kontrolle von Internet ist die Kontrolle zu digitalen Plattformen. TikTok und Weibo und WeChat lösen gerade die lösen sie nicht ab, aber TikTok, Weibo und WeChat gewinnen gerade an Reichweite und an Nutzern weltweit. WeChat ist nicht kryptografiert und die australische Regierung hat gerade ihren Mitarbeitern offiziell verboten, WeChat als Messenger-System zu benutzen. Das dritte betrifft informationelle Ermöglichungstechnik. Also Huawei stellt Hardware für den Informationsaustausch zur Verfügung. StarTimes hatten wir ja schon. Die stellen die Hardware für den Informationsempfang zur Verfügung und für die Verteilung. Und gleichzeitig schaffen sie es durch die Einführung von Dumpingpreisen und einem bestimmten Verhalten im Markt, andere Anbieter aus dem Markt zu drängen. Also auch eine Monopolisierungstendenz auf der Ebene. Nicht zu vergessen, klassischerweise Kontrolle über analoge und digitale Inhaltsproduzenten. Die komplette Kontrolle hat man natürlich, wenn man selber der Inhaltsproduzent ist und jedes Land hat solche Inhaltsproduzenten, das nennt man dann Auslandssender. Deutsche Welle ist unser Auslandssender. Chinesen haben auch einen Auslandssender. CCTV hat sich gerade ein neues Büro aufgebaut mit 90 Mitarbeitern. Damit ist es das dritte Auslandsbüro neben Nairobi, aha, afrikanischer Kontinent, und Washington. Also man sieht, auch auf diesem Gebiet gibt es sozusagen eine geografische Entsprechung des Informationsraumes mit diesen Auslandsbüros der eigenen Auslandssender. Aber es gibt auch mehr chinesische Investoren, die sich in kleinen oder mittleren Medienhäusern einkaufen. Und das machen die relativ gezielt und das braucht auch meistens nur einen sehr geringen Anteil von meinetwegen 20% der Anteilseigner. Das konnte nämlich
ein Journalist erfahren, Herr Azad Esser, der hat beim Online immer eine Kolumne, war so ein, quasi eine etablierte Edelfeder dort. Und der hat dummerweise etwas über die chinesische Verfolgung der Uiguren geschrieben. Nur Stunden später wurde ihm mitgeteilt, seine Kolumne ist jetzt leider nicht mehr, wird jetzt leider nicht mehr weitergeführt und er darf sich auch gerne einen anderen Job suchen. 20% Anteilseigner. Es ist also nicht mehr so, was man früher gefürchtet hatte, dass als die Sowjetunion gefallen ist und ehemaligen Staatsmedien von meistens westlichen Medienkonzernen aufgekauft worden ist, gab es die große Angst, dass dieser Aufkauf dazu führen würde, dass die Meinungsfreiheit oder die Meinungspluralität nicht mehr gewährleistet ist. Das wurde untersucht und das war nicht der Fall. An den Rändern wurde ein bisschen was weggecuttet, aber im Prinzip hat sich sozusagen die Meinungspluralität erhalten. Bei chinesischen Investoren ist das nicht mehr der Fall. Da kann es schon sein, dass die Meinungspluralität in Maßen erhalten bleibt, aber bestimmte Tabuthemen wie eben Uiguren oder wie Tibet oder bestimmt bei anderen Anteilseignern auch dürfen einfach nicht mehr Bericht erstattet werden. Und was die afrikanischen Medien betrifft, sind die natürlich die starken chinesischen Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent werden auch extrem einseitig dargestellt. Taktik 6 ist im Prinzip das Prinzip trojanisches Pferd. Mit dem Messer eines anderen töten ist ein chinesisches Sprichwort für diese, ich sage jetzt mal, Huckepack-Taktik. Da versucht man, da machen sozusagen andere Leute die Arbeit, die ich sonst selber machen muss. Und dazu gibt es auch verschiedene Aspekte. Dazu gibt es einmal die kommerzielle Erpressung. Also für kommerzielle Chancen werden zum Beispiel übernehmen Plattformbetreiber zum Beispiel Zensurbemühungen der chinesischen Regierung. Oder Medienhäuser, wie schon beschrieben, beugen sich den redaktionellen Richtlinien ihrer chinesischen Anteilseigner. Oder Wirtschaftsunternehmen mit Auslandsdependancen in China übernehmen die Wahrung chinesischer Interessen vor ihrer eigenen Regierung. Das heißt, Siemens stellt sich vor Frau Merkel und sagt, also wenn du das nächste Mal in China bist, bitte nicht so stark die Menschenrechte thematisieren, weil also wir können dann nicht mehr, wir kriegen dann Ärger. So. Dann habe ich gesagt, Glaubwürdigkeit borgen. Also die Chinesen sind zum Beispiel der Meinung, denn nicht zu Unrecht, dass bestimmte Medienthematiken einfach zu stark US-dominiert sind und deswegen wollen sie jetzt auch mal was machen. Unter anderem haben sie Medienkonferenzen angefangen vor 2 Jahren und sagen, wir machen jetzt auch eine internationale Medienkonferenz in China. Und um dieser Medienkonferenz Glaubwürdigkeit zu verschaffen, sind Wirtschaftslenker mit hoher Reputation eingeladen worden. Im Bild Tim Cook. Aber was es auch gibt, ist, man benutzt Reputation von namhaften Medienerzeugnissen, wie beispielsweise der Financial Times, bezahlt die für Gratisbeilagen, sogenannte Advertorials. Das sind dann Gratisbeilagen, die inhaltlich chinesische Propaganda transportieren können. Ich kann mir vorstellen, das sind wahrscheinlich wunderbar aussehende Berichterstattungen über die tollen neuen Projekte, die jetzt überall auf der Welt, auch im Zusammenhang mit der Seidenstraße, so abgehen. Und dann wird sozusagen die Glaubwürdigkeit der Financial Times geborgt, die diesem Advertorial eine höhere Vertrauensstufe vermitteln. Außerdem kann man Loyalität aufbauen. Also Useful Idiots sind auf der einen Seite nicht so direkt Useful Idiots, sondern das sind Journalisten, die Chinesen laden sehr gezielt und sehr, sehr massiv Journalisten ein für Journalistentrainings in China, um ein bisschen zu lernen, wie man so Journalismus macht. Und das ist etwas, was Loyalität fördert. Und es gibt extrem viele Wissenschaftsaustauschprogramme, dass Wissenschaftler nach China eingeladen werden. Und wenn sie nicht kommen, dann kriegen sie einfach auch nicht so viel Zugang für ihre Forschungsprojekte. Und
dann kann es eben sein, dass diese Wissenschaftler in einer positiveren Art und Weise über ihre chinesischen Forschungsobjekte und über die chinesische Regierung schreiben, als sie das vielleicht ohne diese Maßnahme getan haben. China ist da wohl extrem erfolgreich. Dann kann man auch über Verbündete die eigene Vorgehensweise vorantreiben. Zum Beispiel autoritäre Regime übernehmen Internetkontrollregeln von China. Die chinesische Regierung bietet übrigens auch Workshops an und Schulungen. Die heißen dann Big Data Public Opinion Management Systems. Ja, da sind sehr viele Offizielle, werden dann eingeladen, kriegen sie auch bezahlt. Und dann auch Regierungen, die nicht so finanziell stark aufgestellt sind, schicken selbstverständlich gerne ihre Offiziellen dorthin. Zensur- und Überwachungstechnik wird auch exportiert. Das Beispiel ist Belgrad, das gerade extrem viele Kameras in der Stadt aufgebaut hat und aufgestellt hat, die alle mit Huawei-Technik funktionieren und alle Gesichtserkennung können. Ich fasse nochmal zusammen. Also, das ist die Zusammenfassung verschiedener Taktiken, um Dominanz und damit Macht im Informationsraum zu gewinnen. Fraglos hat die Digitalisierung die Kommunikation, der Kommunikationsprozesse, die Reichweite und die Geschwindigkeit der einzelnen Taktiken erhöht. Und Rechtsverstöße und die Verbreitung von falschen Informationen haben natürlich auch exorbitant zugenommen. Aber ist das schon Krieg, ist hier meine Frage. Ich bin beunruhigt über die Inhaftierung und die Bedrohung von Personen aufgrund harmloser Äußerungen oder aufgrund der reinen Nutzung von IT-Infrastruktur. Also in der Türkei wurden Leute verhaftet, dass sie mit dem Verdacht, Terroristen zu sein, weil sie denselben Service-Provider wie bekannte Terroristen benutzt haben. Und das war sozusagen der einzige Grund anzunehmen, dass auch sie Terroristen sind. Also war das völlig gerechtfertigt, diese Leute ins Gefängnis zu werfen. Aber das ist meistens gar nicht gemeint. Also die nicht ganz solide Umsetzung von Menschenrechten in den einzelnen Ländern, sondern es sind meistens diese Informationstaktiken gemeint. Die USA findet schon. Ich habe jetzt hier ein Zitat von 2014 mitgebracht, das aber auch in dem Military Review von 2019 wieder aufgetaucht ist. Und überhaupt ist eigentlich die Benutzung von Informationskrieg oft in sicherheitsnahen wissenschaftlichen Publikationen zu finden. In vielen anderen Publikationen sind sie eigentlich nicht so richtig zu finden. Und diese alarmistischen Äußerungen sind leider gängige Rhetorik geworden. Inzwischen hat sich das auch in so Bemessungsgrundlagen niedergeschlagen. Also habe ich jetzt einen Crisis State oder habe ich einen Alarm State und so weiter. Das wird unter anderem daran bemessen, wie viel Propaganda oder wie viel Beeinflussungsaktivität findet gerade statt, auf einer nationalen Ebene oder auf einer internationalen Ebene. Und wenn ich mir dann Twitter angucke, habe ich doch eigentlich sofort eine internationale Ebene, habe ich dann auch sofort einen High Alert Crisis State, ist dann meine Frage. Diese Unklarheit prangere ich sozusagen an. Außerdem wird häufig nicht so klar unterschieden zwischen der Übernahme von Computern und dem daraus resultierenden Geheimnisverrat. Ich meine so Hacking von E-Mails von Demokraten oder den Informationstaktiken, die ich eben gerade benannt habe. Oder die zielgerichtete Ansprache von Bürgern mit Hilfe von IT-Technik, um diese Taktiken besser an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Also das wird alles ziemlich verrührt. Und militärische Sicherheitskreise haben Informationshoheit längst als Kriegsschauplatz angenommen. Und das macht mir Sorgen. Und was mir auch noch Sorgen macht, ist, dass Mr. Breedlove eindeutig in die falsche Richtung guckt, nämlich nicht nach China. So, wie verteidigen wir uns jetzt? Ich habe dazu drei Punkte. Erstens, ich glaube, wir brauchen eine saubere Threat-Analyse. Zweitens, wir müssen umfassend über Verteidigungsmöglichkeiten nachdenken. Und nicht einseitig nach Institutionen. Was können Institutionen? Und drittens, man muss auch den Eigenbeitrag berücksichtigen. Also wie verhalte ich mich im Informationsraum? Trägt das zu meiner
Verteidigung oder zu einem guten Informationsraum bei oder eben auch nicht. Kommen wir zur sauberen Threat-Analyse. Jede Menge Statistiken. Kann man nicht so richtig gut lesen. Hier zur Linken findet man sozusagen die Top 10 Länder der Twitter-Nutzer. Das ist in reinen Zahlen. Das sind insgesamt, wenn ich die 1 bis 10 Top-Twitter-Nutzer-Länder zusammenzähle, da sind alle Benutzer zusammen, sind 154 Millionen. Das sind 2% der Weltbevölkerung. Deutschland gehört nicht dazu, zu den Top 10. Der oberste Nutzer, also am allermeisten, wird Twitter in den Vereinigten Staaten benutzt. Das sind 48,65 Millionen, alles Zahlen von letztem Jahr, die mindestens einmal im Monat bei Twitter sind. Das sind 14% der Bevölkerung und 0,3% der Nutzer insgesamt. 80% der Tweets stammen von 10% der Nutzer. Das bedeutet, also selbst wenn ganz viele Leute da sind, 10% hauen richtig was raus. Die Top 10 Tweets, das sind diese blauen Balken da, die betreffen aber in der Regel überhaupt nicht Politik. Sondern ab Platz 2, kann ich mal vorlesen, ist Justin Bieber, Katy Perry und Rihanna. Top 1 ist Barack Obama, ich weiß auch nicht, wie der da hingekommen ist, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. In Deutschland nutzt jeden Tag Twitter 2%, Frauen statistisch gar nicht, das ist natürlich alles nur Statistik. Und jetzt kommt noch eine lustige Studie von Sascha Höhlich, der beim Leibniz-Institut für Medienforschung arbeitet. Der hat gesagt, diese 10% der Twitter, ich sag mal, Twitter-Inhaltsproduzenten sind auch noch überdurchschnittlich extrovertiert und entsprechen auch in anderen Persönlichkeitsmerkmalen nicht dem Durchschnitt der Bevölkerung. Das bedeutet also, diese Twitter-Nutzer sind überhaupt nicht repräsentant für irgendeine Stimmung, von der man irgendwas ablesen kann. Also die Zahlen, deswegen das Fragezeichen, die können natürlich auch anders sein. Es ist relativ schwierig, da verlässliche Nutzer und so weiter, Statistiken, und sind es nur die Leute ab 14, die eine Rolle spielen, oder werden alle einbezogen und so weiter und so fort. Also das ist relativ schwierig, aber bottom line ist, das, was auf passiert, interessiert erstmal nicht so viele Leute. Das bekommt nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt mit. Und erst wenn darüber in den reichweitenstarken Medien berichtet wird, erreicht es eine breite Öffentlichkeit. Das heißt, entscheidend für den Einfluss oder die Dominanz im Informationsraum ist nach wie vor die Infiltration reichweitenstärker Verbreitungskanäle. Und diese Erkenntnis sollte bei der Priorisierung der Verteidigung genauso eine Rolle spielen wie bei der Art und Weise der Verteidigung. Kommen wir jetzt zu einem zweiten gängigen Irrtum, und deswegen habe ich ihn quasi mehrfach auf der Slide drauf. Es gibt kein Reizreaktionsschema. In der Regel fokussiert man sich zwar auf den Inhalt bei dieser ganzen Diskussion, aber nicht auf den Empfänger und damit nicht auf die Wirkung des Inhaltes. Das heißt, nur weil ich einen Gerücht oder eine positive Wahlbotschaft über Herrn Trump gelesen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch glaube. Wie der Empfänger reagiert, bleibt nämlich weitgehend außerhalb der Kontrolle des Senders. Das ist relativ individuell, das ist gesellschaftsspezifisch und das hat auch was mit dem Gesamtinformationsrepertoire der Person oder der Gruppe, in der sich diese Person befindet, zu tun. Aus der Medienentwicklungshilfe weiß man, dass Individuen und Gesellschaften sehr unterschiedlich mit einzelnen Botschaften umgehen. Zum Beispiel aus dem EMEA-Raum weiß man, da gibt es im EMEA-Raum gibt es gelenkte
Medienhäuser. Also da weiß man genau, wenn ich jetzt was hier lese, das gehört dem Scheich sowieso und das ist, geht in die Richtung. Und wenn ich das, diese Informationen konsumiere, dann kommt das von dieser Gruppe und das, die reden immer so und so und so weiter. Und trotzdem haben diese Gesellschaften gelernt, sich die einzelnen Informationen zusammenzusetzen und sich trotzdem ein Bild daraus zusammenzusetzen. Die sind also geübt damit, dass sie, dass sozusagen das einzelne Medienhaus, das nennt man sozusagen Binnenpluralismus und Außenpluralismus, also der Binnenpluralismus bei dem einzelnen Medienhaus absolut nicht gegeben ist. Die gehen immer nur in eine Seite, aber der Außenpluralismus, nämlich weil ich sozusagen trotzdem mehrere Möglichkeiten habe, unterschiedliche Sichtweisen derselben Tatsache mir zu besorgen, schaffen es die Leute trotzdem, sich ein Bild zu machen. Monopolistische Öffentlichkeiten, was ja letztendlich das Ziel von Chinesen und Russen sind oder in Russland sind, sind zwar besser für die Kontrolle von veröffentlichten Inhalten, aber wenn ich das habe, dann führt das eigentlich nur dazu, und das konnten wir auch in der Ex-DDR und in der DDR sehen, führt eigentlich nur dazu, dass die Leute dann eben aufhören, diese Medien zu konsumieren und sich stärker einem ungeregelten Raum zuzuwenden, der sich mit Gerüchten und alternativen Quellen beschäftigt. Und das ist eher die Quelle von gefährlichem Halbwissen. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Also keine Panik. Naja, also nüchtern gesehen steht sozusagen kein Blitzkrieg im Informationsraum vor der Haustür. Und wir sollten auch endlich aufhören, uns damit verrückt zu machen. Der digitale Raum wird in meinen Augen komplett überschätzt. Das heißt noch lange nicht, dass man ihn unbeobachtet lassen sollte. Also wichtige Trends und wichtige Strömungen und die Beobachtung von Inselgruppen und einzelnen Entwicklungen und so weiter findet natürlich auch digital statt. Das sollten wir weiterhin machen. Wer trotzdem die Verteidigung im digitalen Raum unternehmen möchte, und dem widerspreche ich auch gar nicht, kann zum Beispiel Echokammern infiltrieren. Da muss man Superspreader finden, das sind Schreihälse sozusagen, oder Superfriends, das sind die beiden Gruppen, die am erfolgreichsten sind oder am einflussreichsten sind in so digitalen Echokammer-Konstrukten. Dann kann man die Inhalte versuchen zu verändern. Und wenn man positiv gestimmt ist, kann man die Diskussion beruhigen und versuchen zu beruhigen und sozusagen diesen emotionalen Hijack, der ja häufig zu aufgeregten Konversationen digital führen, versuchen, ein bisschen runterzukochen und eine rationale Konversation herzustellen. Ethisch finde ich das fragwürdig. Man muss sicherlich vorher ein bisschen feststellen, so wer darf was in was für einem Umfang und darf ich das überhaupt und sollte man das überhaupt tun? Deswegen kürze ich das hier einfach ab und sage, ja, es gibt Möglichkeiten digital, viel wichtiger finde ich aber den holistischen Ansatz. Und der holistische Ansatz wird zum Beispiel von Lettland unternommen, um jetzt mal in diesem militärischen Bereich zu bleiben. Lettland sagt ganz klar, wir werden angegriffen von Russland im Informationsraum und wir müssen uns dagegen verteidigen, das ist ein Verteidigungsbereich. Und deswegen haben wir zum Beispiel erstens ein kleines Team im Verteidigungsministerium installiert, das auf jeden Fall diesen Fake News Feuer beobachtet und darauf reagiert mit Richtigstellung. Außerdem haben sie geschafft, eine gute Vernetzung zu lokalen Journalisten und so Plattformbetreibern zu machen. Also die sind da relativ, sozusagen in der Threat Response ist Lettland ganz gut aufgestellt. Außerdem hat aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr Geld erhalten. Also die haben richtig konkret Millionen bekommen. Also zwei, glaube ich, weiß nicht mehr genau, oder 1,3 Millionen bekommen, damit sie ihre Angebote ausweiten können, damit ihr investigativer Journalismus bezahlt wird, damit sie Reportagen weiterhin machen können. Und letztendlich ist es das Ziel, dass das Publikum bei professionellem kuratierten Journalismus bleibt und nicht abwandert in unkuratierten Journalismus. Also man könnte quasi ein bisschen grob sagen, der digitale Raum ist weitgehend unkuratierter Journalismus, wobei ich jetzt nicht sagen will, die Online-Outlets von kuratierten Zeitungen oder Medienhäusern sind
unkuratierter Journalismus, das stimmt natürlich nicht, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Also entweder ich habe ein Medienhaus und das ist präsent online und offline und das ist haftbar und das muss einem Rechtsstaat irgendwie Recht erstatten und da kann ich jemanden anklagen und mich beschweren, oder ich habe das nicht. Und die Idee ist sozusagen, dass dieser kuratierte Journalismus so attraktiv bleibt, dass überhaupt kein Grund mehr dazu darin besteht, sich in mit Fake News überschwemmten Echokammern rumzutreiben, ohne jetzt den Online-Expertengruppen gegen den Strich reden zu wollen, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, die dann aber wieder gegroundet werden durch Vertrauenspersonen, die man tatsächlich kennt und die haben sozusagen ihre Vertrauensbildung und ihre Berechtigung auf einer anderen Ebene. Dann drittens gibt es systematisches Medienkompetenztraining. Einmal hat der Staat gesagt, wir müssen das etablieren im Curriculum. Jede Schule muss Medienkompetenztraining anwenden. Wir fördern Intermediäre. Das bedeutet, wir fördern so auch Stadtbüchereien oder einzelne Institutionen, die dieses Medienkompetenztraining auch in die Breite im Land verteilen. Und wir sind auch angewiesen auf Graswurzelinitiativen, auf Initiativen von Bürgern, die einzelne Sachen machen und die sagen, guck mal, ich habe hier eine gute Idee, das sollten wir tun. Das hat sich auch als sinnvoll erwiesen, weil die Graswurzel, das ist sozusagen auf Augenhöhe, die Graswurzelinitiativen haben exakt genauso viel Berechtigung wie ein von oben dekretiertes Curriculum an der Schule. Es gibt noch andere Initiativen, jetzt ein bisschen abseitig von Lettland. Es gibt vom Reporter ohne Grenzen angeregt, dass CEN, die europäische Normungsorganisation CEN, hat einen Standard für Journalismus verabschiedet und der kann jetzt benutzt werden, um die Unabhängigkeit der Arbeit, ihrer eigenen Arbeit zu bewerten und zu verbessern und transparent zu machen. Also da geht einiges. Viertens habe ich auch noch aufgeschrieben, natürlich müssen wir uns auch hier selber an die eigene Nase fassen und Demokratien müssen sich an ihre eigenen Standards halten und Recht und Pressefreiheit durchsetzen. Die von den G7-Staaten unterzeichnete Partnerschaft für Information und Demokratie zur Etablierung eines politischen Prozesses für Meinungs- und Informationsfreiheit, auch von Reporter ohne Grenzen. Ich bin ja gar nicht bei denen, ich mache die ganze Zeit Werbung, aber es ist eine gute Sache. Die soll das stützen. Schwarze Propaganda schadet allen. Es schadet allen, wenn sinnloser PR-Content von eigentlich vertrauenswürdigen Institutionen in den Informationsraum gestreut wird und sozusagen zur Kontaminierung weiter beiträgt. Und es ist auch nicht hilfreich in meinen Augen, wenn Heiko Maas nicht zur Pressekonferenz geht, sondern seine politischen Entscheidungen auf Twitter verbreitet, um jetzt nicht Donald Trump zu zitieren, der quasi damit angefangen hat, dass offizielle Verlautbarungen digitalisiert erscheinen, sodass man sich bei Twitter, das völlig unkuratiert ist, sozusagen bei Twitter einloggen muss, um die wichtigen politischen Ereignisse und Ereignisse irgendwie mitzubekommen. Für einen kompetenten Dialog brauchen einige Institutionen sicher noch mehr Ressourcen. Faktentreue sollte dabei oberstes Gebot sein, ebenso wie die Anwendung geltenden Rechts, etwa zum Schutz von Journalisten. Aktuell ist jetzt die Causa Julian Assange. Offensichtlich haben sich mehrere etablierte Demokratien da gar nicht mit Ruhm bekleckert. Und das ist schlecht. Also da müssen die Institutionen walk the talk einfach damit zurechtkommen, dass heutzutage es werden einfach Sachen viel leichter rauskommen. Und der Schaden, den sie dabei nehmen, den Schaden, den sie da verursachen, der Vertrauen kann super schnell zerstört werden und es kostet wahnsinnig viel Zeit, um das wieder aufzubauen. Und Auslandssender können davon ein Lied singen,
die zum Beispiel sehr, sehr vorsichtig sind, also jedenfalls aus Deutschland, der deutsche Auslandssender oder auch ich weiß das von der Thomson Media Foundation, die können, sind super vorsichtig, was sie für Projekte machen, mit wem sie zusammenarbeiten, weil die sagen, wir haben 50 Jahre gebraucht, um unsere Reputation aufzubauen. Wenn wir da einen Fehler machen, die ist sofort hin und dann können wir von neuem anfangen und es braucht sehr lange, bis wir da wieder Glaubwürdigkeit erreicht haben. Also bitte kein Fake-Back. Ja, der Journalismus ist nicht optimal, aber wir können das verbessern. Und meine letzten Worte zu dem Thema sind eigentlich noch, wenn ich aus der NATO manchmal so den Anklang höre, schade, dass wir nicht über die autoritären Rechte verfügen, die Russland zur Verfügung stehen oder China zur Verfügung stehen, um diese coolen Informationskampagnen zu machen. Wir würden das ja auch so gerne tun, aber leider dürfen wir das nicht. Ist das so ein bisschen der falsche Ansatz in meinen Augen? Denn wir haben die Verteidigung des Informationsraums schon. Wir haben ein lebendiges Mediensystem, das sehr kreativ ist und sehr flexibel ist, die kümmern sich schon selber um ihren Salat und gucken, wo ihr Geld herkommt. Und das sollten wir auch, da sollten wir die mal ihre Arbeit machen lassen. Stattdessen stehen sie sozusagen die kuratierten Medien unter Druck vor digitalen Snake-Oil-Verkäufern. Das müssen sie natürlich von ihren eigenen attraktiven Inhalten hinkriegen. Sie stehen unter Druck von Investoren, die neuerdings selbst inhaltlich eingreifen oder Marktzugangsmöglichkeiten kontrollieren. Unabhängige Online-Medien in anderen Ländern stehen zum Beispiel unter Druck, wenn Facebook mal kurz den Algorithmus ändert, haben sie keinen Traffic mehr und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Da leiden die extrem drunter. Und sie stehen unter Druck von eigenen Repräsentanten, die das Forum der politischen Berichterstattung nicht nutzen und zu unkuratierten Plattformen wechseln. Deswegen, ich glaube, wir sind hier schon weit genug. Lass die Leute ihre Arbeit machen. Haltet das Militär raus. Danke fürs Zuhören. Wer Fragen hat, bitte die Hand hochhalten. Hallo, erstmal super Vortrag, vielen Dank. Bei der letzten Slide, da stand ganz oben hier Online-Monitoring und du hast ein bisschen erzählt oder zumindest erwähnt, dass es da ja in Estland sozusagen so Beschreibungen gibt. Die gibt es nämlich auf EU-Ebene auch vom EEAS, vom External European Action Service. Da war ich letzte Woche auf dem Hackathon, die sich mit sozusagen der Kategorisierung dessen beschäftigen. Mhm. Hast du dich damit auseinandergesetzt, wie das eigentlich aussieht? Oder ist das nur so hier erwähnt worden, weil das halt eine von den sinnvollen Sachen ist? Mit den Kategorien habe ich mich nicht beschäftigt. Also es gibt halt etwas, was sie benutzen, das, was sich Emmet nennt. Das ist irgendwie so eine Matrix, so ähnlich wie dieses Mitre-Attack-Framework, wo man halt Incident sozusagen so eine Art Fragebogen hat und erklären kann, warum man das als Incident einer Desinformationskampagne betrachtet. Mhm. Hältst du das auch für einen guten Weg, so eine Sachen sozusagen einerseits zu dokumentieren, andererseits auch zu klassifizieren in einem Bereich, wo das halt auch für sozusagen den Umgang mit solchen Sachen, dass es halt irgendwie hilft? Oder ist das halt nur so ein obskures, so eine obskure Beobachtung? Nein, klar. Also ich finde sozusagen Dokumentation und Finden absolut richtig. Ich finde es auch sinnvoll, dass es in so einem Framework landet. Ich habe mir da selber mal eins zu ausgedacht und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man frühzeitig Informationskampagnen entdeckt. Mein Punkt war hier nur, dass sozusagen diese Informationskampagnen, die eben häufig im digitalen Raum laufen und da muss man eben auch sehr genau hingucken. Ich bin total genervt, dass die meiste Zeit über Twitter geredet wird, während Twitter aber nicht sozusagen die global bedeutet. Vielleicht brauchen die das auch gar nicht, sondern interessieren sich eher für das, was sozusagen für die eigenen, im eigenen Land oder für die, ich sag jetzt mal, für die näheren Verbündeten interessant ist. Also ja, ich finde das gut. Es ist auch gut, wenn man reagieren kann. Für Deutschland immer so vorne steht, ist, wann bedeutet das was Physisches? Ja, dieser Verlieser, der ja immer
hervorgezaubert wird, dass sozusagen eine Online-Kampagne dazu führt, dass plötzlich wütende Russlanddeutsche in Deutschland auf der Straße stehen und wie in der Ukraine meinetwegen Werkstore blockieren oder irgendwelche Sachen machen, die wir nicht wollen. Wenn man das rechtzeitig weiß, kann man da besser darauf reagieren. Das ist sozusagen die dahinterliegende Annahmekette. Und deswegen ist es auch gut, wenn man das beobachtet. Aber ich glaube, je länger ich mich damit beschäftigt habe, glaube ich eher, dass diese Gruppen, die sich dann organisiert haben, stärker über Telegram oder das Telefon oder persönliche Netzwerke aktiviert worden sind, sich dann auf die Straße zu stellen, als über den, ich sag jetzt mal, den Konsum von Twitter-Nachrichten oder so. So, das ist eigentlich das Einzige. Nein, ich finde das absolut sinnvoll. Und dann kann man auch gucken, wie verändert sich das, wie verändern sich die Kampagnenstrukturen. Und ich bin ja jetzt einfach nicht näher darauf eingegangen, weil sozusagen, um sich Online-Kampagnen konkret anzugucken, da kann ich noch einen einzelnen Talk zu machen, sozusagen. Ja. Aber super interessant, können wir nachher nochmal drüber reden. Ja, auf der anderen Seite. Hier. Ja. Ich bin zwar unkuratierter Journalist, aber war auch mal kuratierter Journalist und habe unter anderem 18 Jahre bei Nachrichtenagenturen verbracht. Mhm. Dann tut mir so ein Halbsatz wie, das ist bei AFP oder RT abgeschrieben, schon sehr, sehr weh. Das wollte ich nochmal erwähnt haben, weil da sehe ich schon noch gewisse Unterschiede. Ich wollte auf was anderes hinaus, mit diesem Breedlove-Zitat, der ja NATO-Oberbefehlshaber war zu der Zeit. Und dieses Ganze, was das Militär Informationsoperationen nennt, die sind natürlich auch auf westlicher Seite, auch von Deutschland aus, quasi immer in Habachtstellung, weil sie davon ausgehen, dass es, nennen wir es konkret, im Baltikum zum Beispiel russische Informationsoperationen gibt. Es gibt ja auch die regelmäßigen Beispiele. Das schönste Beispiel, wenn ich das kurz erwähnen darf, war voriges Jahr, wo der Vorwurf kam, deutsche Soldaten schänden jüdische Gräber in Litauen. Ja. Und das Ganze wurde nicht über Twitter oder Facebook gespielt, sondern über change.org als Petition unterschreibt, dass die deutschen Soldaten aufhören. Ja. Und das führte dazu, als die Bundeswehr bei change.org anrief und sagte, nehmt das runter, sagten die, ja, da könnte ja jeder kommen. Mhm. Macht doch eine Gegenpetition. Also das war schon sehr clever ausgedacht. Man muss sich also einfach bewusst sein, das wollte ich nur sagen, diese militärische oder, es ist nicht militärisch, aber die Auseinandersetzung von Militärs oder Staaten auf dem Level findet ja auch längst statt. Ja, das ist ja auch. Ja, das klang so ein bisschen so an, als sei das alles so ein bisschen überhöht oder übertrieben mit dem Informationskrieg. Deswegen wollte ich da an der Stelle das einwerfen. Danke. Okay, dann gehe ich kurz darauf ein. Ich finde, den Vergleich, ich finde, bin sowieso ganz vorsichtig, was Kriegführung, also den Begriff Kriegführung hier bedeutet. Ich finde, es ist absolut überhöht zu sagen, dass hier geht es um Kriegführung. Und ich finde es berechtigt, dass natürlich dann auf der Ebene, ich glaube, in jedem Verteidigungsministerium gibt es solche Leute, die auch, ob es die Schändung von jüdischen Gräbern oder der Unfall neulich beim NATO-Manöver und wo haben sie da ein Kind überfahren, ja oder nein, dass sowas sozusagen nicht viral wird und dann für Aufregung sorgt. Das ist völlig legitim. Mein Hinweis ist sozusagen, den Informationsraum in Gänze zu betrachten. Und da glaube ich, dass bei der Mitigation von solchen Angriffstaktiken einfach noch die Gewichte ungleich, also nicht richtig verteilt sind. Und es zu übertrieben ist, ja doch, da stimme ich schon zu. Also es gibt ja so auf europäischer Ebene beispielsweise beim Europäischen Auswärtigen Dienst gibt es eine Beobachtungsstelle mittlerweile, die im Grunde, die nennen das nicht Hybrid Warfare, sondern die nennen das Hybrid Threats. Aber die Grundlage sozusagen ist da, sowas auch, es ist allgemeine sozusagen Ansicht, dass das Problem so existiert, dass gezielt Staaten sozusagen agieren, auch in diesem Informationsraum, scheint mir so. Also die Frage ist natürlich, welche Maßnahmen knüpfen daran an, was ist sozusagen angemessen für demokratische Rechte.
dann. Aber meine Frage bezieht sich eher, also bei dem ganzen Thema wäre meine erste Assoziation Rechtsextremismus in Deutschland. Das ist die aktuelle Diskussion, die wir führen. Und was passiert da sozusagen in sozialen Medien? Und die politische Debatte in Berlin zumindest ist ja die um das NetzDG, um Sanktionen, Ausweitung, Strafrecht. Das gibt sozusagen hier in der Szene sehr unterschiedliche Ansichten darüber. Aber da wäre meine Frage, wie ist dein Take darauf? Wie ich jetzt mit NetzDG und so weiter umgehe. Ja, Einschüchterung von Kommunalpolitikern, bis hin, dass sie sich nicht mehr äußern, das finde ich auch sehr gut. Also die Einschüchterung von Kommunalpolitikern, wie ich damit umgehe. Ja, also wie du da drauf schaust, es gibt auch Mikrofon keinen Sinn. Ja, naja, ich hab's ja letztendlich schon gesagt. Ich glaube, dass das aber strafrechtlich verfolgt werden kann und dass meistens es auch so ist, dass das Beispiel einer Autoritätsperson viel hilft. Also wenn sich in benachbarten Gemeinden einer thüringischen Provinz, ich mache mir jetzt mal was auf, wenn sich da auf der einen Seite ein Bürgermeister hinstellt und sagt, hier, guck mal, meine Freunde, die Flüchtlingsfamilie aus Bangladesch, dann hat das einen anderen Eindruck, als wenn sich in dann, also die sozusagen die Gemeinden sind vergleichbar. In der Nebengemeinde werden die Flüchtlingsfamilien aus Bangladesch gehauen, wo der Bürgermeister das nicht macht, und in der anderen Gemeinde, wo der Bürgermeister sich auf den Balkon stellt, wird es sind die Flüchtlingsfamilien aus Bangladesch relativ sicher. So. Und das hilft im Prinzip auch, wenn man der Versuch, dann die Kommunalpolitiker zu stützen oder zu sagen, okay, wir wollen hier keine Hasskampagnen oder so, könnte ich mir vorstellen, kann ähnlich ablaufen. Also da glaube ich, das ist dann sozusagen so ein holistischer Ansatz, dass man verschiedene Sachen probieren kann. Ich kann natürlich Online-Verfolgung verstärken. Ich kann Sozialarbeit verstärken. Ich kann Unterrichtsbemühungen und politische Bildung verstärken. Ich kann Grassroot-Organisationen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung unterstützen und Aussteigerprogramme unterstützen und so weiter. Also da gibt es so ganz viel. Also das Problem ist, theoretisch, um es jetzt ganz grob zu sagen, ist, die ganzen Leute sind in einer Krise, die sowas machen. Viele Leute sind natürlich, so, ich erinnere ein bisschen an die Ärzte, du hast ja als, die Nazis haben als Kind nur Schwierigkeiten gehabt und deswegen muss man jetzt auf euch Rücksicht nehmen, so meine ich das gar nicht. Aber letztendlich ist es so, man kann ganz viel über versuchen mit eingehen und auf eine Krise eingehen und Krisen zu beruhigen, da kann man ganz viel erreichen, dass sozusagen weniger Hass und weniger auf anderen rumtrampeln passiert. Das ist jetzt ziemlich unstrukturiert, aber ich hoffe trotzdem, dass du mich einigermaßen verstanden hast. Ich glaube ja, dass das NetzDG kann helfen, aber grundsätzlich ist dieses ganze Fake-News-Busting ist leider ein psychologisches Problem. Wenn ich sage, denkt jetzt nicht an den rosa Elefanten, ist genau das Problem mit, es stimmt nicht das. Und dann kommt das Gerücht. Das ist sozusagen, das ist das Problem von Fake News oder Debunking. Ich muss erstmal sagen, ich bin gerade, es stimmt nicht das oder ich bin gerade dagegen das, und dann muss ich aber sozusagen das Gerücht muss ich nochmal wiederholen und manifestiere es damit aber im Informationsraum, weil ich es trotzdem, ich habe es nochmal wiederholt und damit wissen andere erst vielleicht darüber. Also da gibt es eine Studie, eine Harvard-Studie, die gesagt hat, letztendlich, wir können da gar nichts machen. Es geht schneller, es bleibt länger im Gedächtnis und es verbreitet sich viel, viel schneller so eine Falschmeldung und so ein emotional geframtes Gerücht, als dass wir das überhaupt schaffen können durch die Einzelnen. Es gibt ja viele Initiativen auf europäischer, auf deutscher, auf nationaler Ebene, wie wir mit verschiedenen Initiativen es schaffen, diesen Gerüchten Herr zu werden. Das ist leider so ein psychologisches Problem. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir hauptsächlich mit dieser Methodik Debunking weiterkommen. Also es ist gut, dass es das gibt, aber es ist nicht das, was am wirksamsten ist. Damit schließe ich den Talk. Einen herzlichen Applaus bitte.